Menge gedrückt. Und lass dann los. Gut, dann werden wir mal im Gegenstandsmenü. Munitionstasche. Cool. Das Teil auf. Nein. Ich hätte gerne das Teil auf diese Taste hier. Nehmen wir es einfach mal auf die Taste, okay. Mit C kann ich es ja. Wie kann ich die jetzt benutzen? C. Ah, okay. Wie gesagt, I must mich einfuchsen in this game. Wir haben hier etwas, was sehr skurril aussieht. Okay, können wir nicht. Okay. Wie gesagt, I must mich erstmal in dieses scheiß Game einfuchsen. So. Nein, okay. Dann nur den hier. Wie sie sind vier an. Ist jetzt tot oder muss ich noch? Cool. Dann hier können wir hochklettern. Ich hoffe, das war die Wand hier. Okay, ich muss glaube ich nach links. Und wir können Link unter sein Röckchen gucken. Uhu. Unten vielleicht. Wieder. Filmsicht. Keine Filmsicht. Okay, dann müssen wir nach rechts. Nach rechts. Nach links. Wann denn rechts? Gut. Und komm, wir gehen immer weiter nach links. Und bis... ach doch, hier. Ah! Ich weiß, wie ich dich besiegen muss, Mist. Ein Jahr auch nicht von vorne. Okay, komm. Komm, einer geht noch. Und genau so. So wollen wir das sehen. Und ja, ein Rubin. Und wir müssen anscheinend den Weg hier. Gibt es hier noch weiter? Wir haben noch eine Skulptur, die werde ich auch machen. Wir gehen ja übrigens auf Eisen dagegen oder auf so eine. Ja, auf so ein. Okay, Kerne. Deko-Kerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst hier im Munitionsmenü für deine Schleuder einsetzen. Falls ich jetzt übrigens gerade nicht mein Headset ausgewählt habe. Doch, müsste eigentlich mein Headset ausgewählt sein, sonst schreibt es ja nicht auf. Oder? Da muss ich mal kurz gucken. Ja doch, Mikrofon, Logitech, USB, etc. Oh, wir gehen hier rein. Wahrscheinlich ein Waldboss. Kein Waldboss. Was ist das hier? Das ist genau das, was Zeit ist. Nein, sterben. Was ist das? Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du hältst dafür eine Skulltula, ein Skulltula-Symbol.
Oh. Was haben wir hier? Mach's auf, Link, mach's auf. Ich will wissen, was drin ist. Ein Herz! Ja, cool. Dann geh jetzt mal auffüllen. Super. Ja, du darfst da runter gehen, Link. Bist eigentlich der einzige Weg gesehen sein, den wir noch gehen können, ja. Wo denn ist denn das, noch ein Item? Oh Gott, wir finden hier so viele Items. Knappi. Nein, Link, du hast sie hätte sie auch festhalten können, das weißt du. Und lauf dir runter. Cool, hat sie festgehalten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Dass ich doch noch erleben darf. Oh, ich bin so doof. Ich bin viel zu doof für Zelda. Vor allem mit einem Piss PlayStation Controller Gamepad. Sollte man Zelda nicht spielen. Was ich aber noch. Oh, der Kompass! Mit Z, S, Z. Schatzruhen dieses Labyrinths, ja cool. Ja, komm schon. Stirb. Ein Stock. Cool, wir haben den Kompass gefunden. Was, super ist eigentlich. Was heißt eigentlich? Das ist super. Was knötet hier denn noch so rum? Nein. Warum habe ich jetzt... Ich habe jetzt... Nee. Können wir jetzt hier mal gucken? Also normal gucken. Wie gesagt, alles ein bisschen skurril. Was haben wir denn hier? Na, wie sagt doch mal an. Ja. Was ist das? Kann man das zerstören? Nein, ich auch nicht. Ich werde ein bisschen mit dem Tingle-Tangle was machen, aber dafür müssen wir erstmal die C-Buttons, den nach oben. Down, up, up, ist auf T, ja, okay. Richtig geil, denn. Ja. Genau. Was ist denn los, Navi? Was ist denn los? Hä? Warte mal. Toll-Plugin. Das war noch. Ich hole mal schnell mal so ein. Ich habe ja so ein Teil. So. Hallo. N64-Kontrolle. Warum kann ich dich eigentlich nicht einmal nehmen? Also egal. Das Z-Taste ist hier hinten. Die C-Taste nach oben. Okay. 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 Eigentlich auch gar nicht so schwer, weil man hat ja bloß einen Analogstick. Da müsste man eigentlich die C-Tasten auf diesen zweiten Analogstick verteilen. Geht bei mir aber leider nicht. Dann machen wir mal L auf. L auf. Na Mann. Irgendwas muss ich damit machen. Na was? Na, wie sag doch mal. Achso. Sieht so aus, als haben diese Fackeln vor kurzem noch gebrannt. Ja, wie seid ihr denn? Okay, so krieg ich das Teil hoch. Ich verstehe trotzdem nicht, wie ich die Fackel wieder zum Brennen bringen soll. Sehe ich aus wie ein Zauberer? Ich hab doch diese scheiß komischen Nüssebeine, die eine Explosion hervorrufen. Er ist sie oder befestigt. Was?
Position, Controller-Plugin. C nach links ist dann Joypad 7. Warte mal, muss ich mal das Teil hier anvisieren. Kann ich nicht? Geht nicht? Geht das nicht? Geht das nicht? Warum kann ich das doch nicht anvisieren? Hallo? Mach doch einfach mal den hier. Brenn, brenn, brenn. Okay, dann nehmen wir mal die Schleuder und versuchen das damit. Haben wir irgendwas im Inventory, was brennen könnte? Dekunuss. Nein. Was haben wir hier? Eine goldene Skulptula und ein Kompass und mehr nicht. Ja. Sehr geil. Was machen wir denn? Mal gucken. Hier ist nichts. Was haben wir? Warte mal, das sieht mir ganz nach. Okay, wir haben noch keine Bomben. Sehr geil. Ich halte mal ein bisschen Ausschau. Wir haben hier auch an sich nichts mehr, ne? Wir haben die Skulltula getötet. Die Fackel brennt dann noch. Muss ja mit einer Schleuder irgendwie manipulieren, die Fackel. Also, springen wir mal hier lang. Also, mal gucken, was wir da oben was vergessen haben. Auf richtig geil, dass ich jetzt falsch wieder gesprungen bin. What should I do? Bin ich jetzt gefangen hier oder bin ich aber nur doof? Bin ich wirklich gefangen oder ich bin einfach bloß blöd? Ich bin einfach zu dumm zum Zelda-Spielen. Warum habe ich hier heute angefangen? Steht das gar nicht. Kann ich jetzt wieder raus? Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja, ich habe dort den Kompass gefunden. Nein, kann ich nicht, okay. Ich hab irgendwas vergessen. Hier ist da nichts mehr, oder doch? Außer das Vieh, was da hinten lebt. Bin ja was, wenn wieder rumkriecht. Aber sonst. Oder bin ich aber blind? Oh, er hat mich angeschrieben. Okay, wer hat mich angeschrieben?
Um 16 Uhr Aufnahme, also unbedingt da sein. Ja, ich nehme aber gerade selbst auf. Mensch, keine Hobbys. Sorry, Leute. ihr müsst meinen Humor auch verstehen. Stirb, Fackel. Okay, Feuer kann ich nicht im Glas einfangen. Kann ich dich irgendwie mit der Fackel manipulieren? Und schmarrn jetzt? Das ja natürlich auch nicht, habe ich ja vorne ausgewählt, ne? Ja. Vielleicht einfach nur das Feuer manipulieren. Hua. Irgendwie ist kein guter Schütze, muss ich sagen. Ehrlich. Ja. Kann ich den Button damit manipulieren? Nein. Ich habe ehrlich keinen Plan, wie ich hier wieder rauskommen soll. Naja, ich sage aber mal so, ich gehe mal speichern, beende die Aufnahme hier und mach mich mal on the Internet. Gespannt. Bin gespannt, wie ich hier rauskommen soll. Dann sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal.